Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Learn. In diesem Video soll es über Übersichtsschaltpläne gehen oder über den Übersichtsschaltplan. Und ich will mal zeigen, wie man den erstellt und was es alles so heißt und ja, ein bisschen was erklären halt, ne? Also, ich habe vorher mal den Satz geschrieben, wofür das eigentlich so ist oder was ein Übersichtsschaltplan ist. Übersichtspläne insgesamt, nicht nur der Schaltplan, auch der Installationsplan, zeigen die Schaltung in einfacher, einpoliger Darstellung. Da sage ich gleich schon was zu. Sie geben keine Informationen über die Funktionen der Schaltung. Also einpolig. Ich habe mir so eine Schaltung gemacht. Ich mache mal ein kleines bisschen runter. Kontext was sehen. So. Also, ich habe hier einfach mal das Graue. Das ist eine NIM-Leitung. Das sind Abzweigdosen oder so Verteilerdosen. Das hier oben ist, ja, einfach mal eine Lampe, eine Ovalleuchte, mir ist schon klar, das sind ja alles Unterputzelemente, dass keiner irgendwie in seinem Wohnzimmer eine Ovalleuchte jetzt sich hinbauen würde. Ich habe aber die ganzen Grafiken selbst erstellt und ich habe noch nichts anderes als Platzhalter für eine Lampe. Also, das sind alles nur Platzhalter. Ne? Und das hier oben ist sicherlich eher ein Lampenauslass und eine etwas schickere Lampe. Die habe ich aber noch nicht als Grafik. Also, einpolig. Einpolig heißt, dass ich jetzt immer nur einen einzigen Strich machen muss für meine NIM-Leitung. Nicht für jede Ader drin, sondern für das komplette Kabel mache ich einen Strich. Das ist eine einpolige Darstellung. Okay, also ich habe hier eine normale Ausschaltung mit einer Steckdose. Einfach mal so irgendein Beispiel genommen. Hier unten ist ein Ausschalter, Verteilerdose, Verteilerdose. Hier ist eine normale Schutzkontaktsteckdose und eine Leuchte dazu. Also der Schalter macht hier Licht an und aus. Und hier ist noch irgendwie eine zweite Steckdose. Keine Ahnung. Ein kleiner Abstellraum. Irgendwas spielt eigentlich faktisch keine Rolle. Wohnzimmer, kleines Kinderzimmer, irgendwas, weil Unterputz, was nicht Feuchtraum oder so ist. Und daraus will ich jetzt einen Übersichtsplan machen, weil man sieht schon, glaube ich, so ein kleines bisschen, also wir stellen uns mal vor, wir würden jetzt immer die Original-Symbolik hin, immer die Original-Bilder nehmen, da wäre es ganz schön aufwendig, das zu zeichnen. Im Computerzeitalter sicherlich machbar, aber wenn wir uns mal eine kleine Skizze machen wollen, ist das so nicht möglich. Also muss es irgendwas geben, dass wir auf einfache Art und Weise das Ding jetzt hier als irgendeine so eine Zeichnung haben, die wir dann weitergeben können, über die wir sprechen können und solche Sachen. Okay, ich gehe mal drunter. Kann man es gerade noch sehen? Ganz lange Strecke vielleicht hoch. So. Als erstes, was man so macht, man ersetzt die Betriebsmittel durch genormte Symbole. Also ich habe jetzt mal diese ursprüngliche Schaltung so, ne, leicht verblasst im Hintergrund gelassen. Und das hier oben ist eben das Symbol für eine Leuchte. Ich habe da ein Video zu gemacht. Wenn ihr nochmal Fragen habt, guckt euch das vielleicht an. Das Symbol für eine Verteil- oder Abzweigdose. Ein einziger Strich ist dann jetzt unsere NIM-Leitung. Ein Strich, wo so ein Pfeil noch vorne dran ist, ist die Zuleitung. Nochmal eine Abzweigdose, Schutzkontaktsteckdose und ein Ausschalter. Also, jetzt habe ich da einfache Symboliken rausgemacht und wenn man sie kennt, weiß jeder, was sich dahinter verbirgt. Übrigens, ich habe es jetzt ja so gemacht, dass die räumliche Lage stimmt. Also hier oben wäre irgendwie die Decke, da ist die Leuchte vielleicht dran. Das hier wäre jetzt oben an der Wand, weil das die Abzweigdosen sind und das hier unten wäre unten an der Wand, weil Schalter und Steckdosen eher weiter unten sind. Ich habe hier drüber das aber nochmal geschrieben. Wenn das hier mal ganz komplex werden sollte, also eine riesengroße Schaltung, dann kann man diese räumliche Lage auch vernachlässigen in diesem Übersichtsplan. Da dürfte man die Lampe jetzt auch mal hier in die Richtung machen oder eine Steckdose nach unten oben oder einen Schalter nach oben und die Lampe nach unten, weil es irgendwie auf, ne, vielleicht nicht auf A4 passt oder irgendwie sowas. Also, man versucht die räumliche Lage beizuhalten, dass man in etwa grob weiß, wo ist was. Kommt ja nicht auf einen Zentimeter oder irgendwie sowas an, muss auch nicht genau irgendwie die Decke oder sowas sein, aber hier, je weiter oben in der Realität das Betriebsmittel ist, desto weiter oben zeichnet man das auch. Und wenn die Anlagen zu komplex werden, vernachlässigt man die räumliche Lage. Okay, also wir haben jetzt Betriebsmittel ersetzt durch genormte Symbole. Schritt 1. Schritt 2. Die Betriebsmittel mit Kennbuchstaben beschriften. Also auch da habe ich ein einzelnes Video zu gemacht. Eine Leuchte bekommt ein E und dann machen wir noch eine Zahl hinten dran. Das ist die erste und auch einzige, also E1. Abzweigdosen bekommen ein X, genau wie Schutzkontaktsteckdosen. Ich habe sie einfach stumpf von links nach rechts durchnummeriert. 1, 2, 3.
Sollte das irgendwie vorgegeben sein, natürlich durch irgendeinen Text oder sowas, dann müsst ihr natürlich genau die Bezeichnung nehmen, die da drin vorkommen. Und Schalter Q gibt es auch nur einen von 1. Also Betriebsmittel und Betriebsmittel beschriftet. So. Zack. Nächster Schritt. Leitermaterial, Leiterquerschnitt und Anzahl der Adern. Okay, fange ich an mit dem Leitermaterial. Das ist ja eine normale Unterputzinstallation, weil es Unterputzschalter sind und unten Nimmleitungen und so. Also einem J schreibt man dann einfach irgendwo hin. Dann Cu für Kupfer. Das ist in diesem Fall ja fast doppelt gemoppelt, denn eine Nimmleitung gibt es ja nicht in anderen Konstellationen als Kupfer, aber trotzdem schreibt man es immer wieder dazu. Also einem J Kupfer und 1,5 Quadratmillimeter. Dann weiß man, alle Leitungen, die hier zu betrachten sind, sind einem J Kupfer 1,5 Quadratmillimeter. Und jetzt muss man nur noch irgendwie sagen, wie viele Adern denn die einzelnen Leitungen haben. Und das macht man, hier sieht man es, indem man so einen Strich hier über die Leitung macht und da eine Zahl dran schreibt. Und die Zahl ist jetzt irgendwie die Anzahl der Adern in dem Kabel. Also hier drei Adern, drei Adern, drei. Unsere Zuleitung hat auch drei Adern. Und hier zum Schalter haben wir auch drei Adern. Also haben wir überall NIM J 3 mal 1,5 Quadrat liegen. Und ihr seht, es ist viel einfacher, einmal kurz Material irgendwie oben drüber zu schreiben oder wo gerade Platz ist, Querschnitt hinzuschreiben. Und dann nur noch, wie viele Adern vorkommen. Alternativ, ich mache es nicht, aber man sieht es häufig, kann man natürlich auch sagen, man nimmt einen Strich für den Außenleiter, dann den mit dem Punkt für N und das T für PE und sagt, das ist LNPE. Ich finde aber, da oben steht ja NIM J, NIM J ist schon Schutzleiter. Ja, ich finde, die Information hat man sowieso. Und in der Installationstechnik verlegt man sowieso über dem PE hin. Also ich finde, das macht das ein klein bisschen unübersichtlicher, aber man sieht es auch häufig. Also ich mache das Schwarze, das Blaue wollte ich aber auch mal zeigen. Kann man auch machen. So, nächster Schritt. Na, ein kleines bisschen weiter. Raumart und Leitungsverlegung. Also Raumart, damit fangen wir mal an. Ich habe unten noch mal ein bisschen was dazu hingeschrieben. Zeige euch aber erstmal ganz kurz, wo man das hier hinschreibt. Hinter das Material, hinten macht man in Klammern einfach zum Beispiel jetzt ein T für Trockenräume, ein F für Feuchträume und es gibt noch sehr viel mehr Räume, aber diese beiden sind wohl die beiden wichtigsten. Brandgefährdet und also ein Kramsgewitter noch. T für Trockenräume und man könnte jetzt alternativ auch einfach hier irgendwo Wohnzimmer hinschreiben oder Schlafzimmer. Dann weiß man eben auch, das ist ein trockener Raum. Ne? Und wenn hier oben ein Keller stehen würde, wüsste man, das ist ein feuchter Raum. Auch das würde gehen. Das hat damit zu tun, dass man natürlich, wenn das jetzt ein feuchter Raum wäre, aufpassen muss, ne? Dass man eine Feuchtrauminstallation macht, also IP44 und solche Sachen. Also irgendwo muss hier drinne vorkommen, um welchen Raum es sich handelt. Wenn ihr so eine Schaltung mal ganz grundsätzlich nur in der Schule betrachtet, dann spielt wahrscheinlich das hier oben keine Rolle. Dann wird es wahrscheinlich weggelassen. Genau wie das nächste dann wahrscheinlich. Dieses auf der Seite gelegte E gibt uns an, ob es sich, ja, welche Verlegeart oder Leitungsverlegung es sich handelt. Dazu scrolle ich mal ein bisschen runter. Da habe ich nämlich nochmal so eine kleine Tabelle hier unten gemacht und einen kleinen Text. Kriege ich beides. Ah, ich fange mal an mit Raumarten, also das T hier oben. Trockene Räume. Und jetzt, auch wenn sich das komisch anhört, Küchen und Baderäume in Wohnungen sind trockene Räume. Ne? Man meint damit nicht irgendwie, dass man da drin duschen kann und es deswegen nass ist oder sowas. Sondern das sind geheizte Räume und somit gelten sie als trockene Räume. Feuchte oder nasse Räume sind zum Beispiel Keller. Ne, Feuchtraumisolation. Garage kann feuchter Raum sein. Solche Sachen. Also ne, macht feucht nicht daran fest, ob man darin baden kann oder so. Es hat viel mehr mit zu tun, ob da geheizt wird und sowas. Und jetzt kommen wir mal zu diesem E, was ich dahin gemalt habe. Muss ich mal schon wieder runterscrollen. Also. Leitungsverlegung. Man macht das ganz einfach so. Stellt euch vor, ich nehme mal hier den rechten, das rechte E, dass dieser waagerechte Strich ist die Mauer, auf die ihr guckt. Also ihr guckt quasi von oben nach unten auf dieses Strich. Das ist die Mauer. Dieser Strich, darauf würde die Tapete tapeziert werden. Ja, also da guckt ihr drauf. Das hinter ist Putz. Hinter dieser Oberfläche, die ihr seht, genau dahinter ist ja der Putz. Also diese schrägen Dinger sollen den Putz darstellen. Und dann den Rest der Mauer hat man nicht ja, mehr in diesem Symbol drin. Jetzt ist es also so, wenn ich das E so zeichne, dass die Leitung hier oben ist, hier ganz links, ne, dann ist sie offensichtlich
oberhalb der Tapete, also ihr guckt ja von hier, somit muss die Verlegungsart Aufputz sein. Hier oben steht es. Ne? Das heißt, die Verlegung ist Aufputz. Wenn ich die Leitung genau hier so einmal durchzeichne, dann liegt sie ja genau im Putz, denn das Schräge soll ja Putz sein. Also im Putz. Und wenn ich das noch ein bisschen weiter nach unten zeichne, dann ist sie sogar hinterm Putz. Also, um genau zu sein, ist dann die Leitungsverlegung unter Putz. Da gibt es auch noch mehrere Möglichkeiten, das ist nur ein kleiner Auszug. Das sind wohl die drei häufigsten, die wir hier nutzen. Wobei im Putz eine Stegleitung schon kaum noch vorkommen. Also man findet sie immer mal wieder, aber bei neuen Installationen nicht mehr. Das heißt, dieses heißt jetzt, ich gucke von hier oben auf die Mauer. Hier, dieser Strich wäre die Tapete quasi, wo ich drauf gucke. Das Schräge ist der Putz. Und die Leitung liegt vom Symbol aus gesehen unterhalb des Putz, also steht hier Unterputzinstallation. Und ihr seht das ja auch, sind ja auch Unterputzelemente, bis auf meine Ovalleuchte, die immer noch im Hintergrund da ist. Aber wie gesagt, die mal bitte ignorieren. Okay, also auch die Sachen gehören da rein. Und wenn ich jetzt im Hintergrund meine Bildchen wieder ausblende, dann habe ich die fertigen Übersichtsschaltplan. Das gehört alles da rein. Wie gesagt, es kann sein, dass wenn man mal in der Schule bestimmte Sachen sich anguckt, dass man dann zum Beispiel hier das weglässt und das weglässt. Aber das sind halt so die Sachen, die insgesamt zu einem Übersichtsschaltplan gehören, wenn wir ihn komplett und vollständig und sowas machen wollen. Okay, das soll es auch schon gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut mal wieder rein.